Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir haben gerade mit dem örtlichen Schmied gesprochen. Und hier haben wir Alibaba und die 40 Gnome. Eines Tages wird Ali großer Wächter. Jip, jip. Aha, der will Wächter werden. Alles schlecht. Und wer bist du? Stanley. Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Flinten sind mein Leben. Kannst du nicht zaubern? Flinten klingt nicht schlecht. Ja. Flinten? Klingt nicht schlecht. Na, endlich mal einer, der mir beipflichtet. Die meisten der Jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren Kristallhandschuh. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier? Ein Magier mit Flinte natürlich. Naja, wenn dir halt die Magie ausgeht, kannst du immerhin noch auf rustikalere Art und Weise dich wehren, ne? Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Huiuiui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aha. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Stimmt was nicht mit diesem Vetranio? Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, super, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Sehr schön. Jeder fängt mal klein an. Du scheinst ja richtig was drauf zu haben. Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Interessant, dann muss da ordentlich der Wind gehen. Irgendwelche Ratschläge, die du mir auf den Weg geben kannst? Nur einen, bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Kann sein, ja. Bring mir was über Schusswaffen bei. Bring mir was über Schusswaffen bei. Gut, was willst du wissen? Ich schaue nur, was du könntest. Büchsenmacher, Pistole, Muskete, Schrotflinte, kritisch, danke. Nee, andermal, sehr was. Gut, den haben wir auch. Wer bist denn du? Bist du ein Jafar? Homie, du hier, Lucky Lucky? Wer bist du denn? Ich bin Jafar, ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hada. Was heißt, du warst ein Held? Wir kennen diesen Gnom. Ich hatte so gehofft, dass wir ihn mal wiedersehen. Ja. Was heißt, du warst ein Held? Seh dir doch an mein Leben heute. Jafar geworden, Matar. Ein Meister der Gnome, der muss ausbilden einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jafar muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis. Stinkend. Jafar kennen wir, glaube ich, ganz gut, vor allem den Hut, den er trägt. Risen-Fans wissen gleich, was ich meine. Wie macht sich dein Schützling? Jafar hat versagt. Mein Piwi war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Piwi? Mein Schützling heißt Ali. Ah. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Ah ja, den habe ich schon getroffen. Mhm. Oh nein. Große Enttäuschung ist Jafar. Kein guter Matar.
Dann lass Ali doch Wächter werden. Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Ja? Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Richtig. Du machst Scherze mit Jaffa. Und warum segelt ihr nicht woanders hin? Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Ich kümmere mich um deinen kleinen Ali. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Mhm. Okidoki. Ich warte hier so lange. Wenn du gern zur See fährst, ich könnte dich brauchen. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Okay. Jaffa ist doch der kleine Gnom, den wir von Risen 2 her kennen, oder? Der Hut, den Dreispitz, den er trägt, oder besser gesagt Zweispitz, glaube ich, ne? Ist doch der Hut, den wir vom... Jetzt habe ich den Namen tatsächlich vergessen. Von Pettys Papa bekommen haben, ne? Beziehungsweise von unserem Papa. Er ist ja auch der Bruder von Patty, ne? Also, den Hut, den er da trägt, müsste der Hut sein von unserem Papa. Normalerweise. Wenn ich mich jetzt richtig erinnert habe. Geht's da runter? Schon. Da, der Brunnen hat aber nicht viel Wasser, hä? Naja. Guten Tag. Keinen Schritt weiter. Jawohl. Du willst doch wohl nicht einfach hier reinspazieren, was? Doch. Und wenn es so wäre? Nix da. General Magnus möchte nicht, dass die Magier gestört werden. Also ohne Erlaubnis des Generals lasse ich hier niemanden rein, klar? Verstehe. Wird geladen. Jetzt dachte ich schon, okay, ich darf rein. Okay, dann halt nicht. Ah, hier haben wir das Dingens zum Üben. Wie es ausschaut, ich werde auch nochmal speichern. Nochmal. Mal wieder so. Ich habe einen Apfel gestohlen. Hihi. So, ja. Jo. Hi, wer bist denn du? Cox. Was ist? Gibt's ein Problem? Nein, wieso sollte es ein Problem geben? Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche, das Übliche halt. Soll ich mir einen Scherz erlauben? Totenkopfhöhlen, Schattenwesen, verwüstete Landstriche, das Übliche halt. Und wenn schon, mit der Macht, die uns die Magier geben, gibt es nichts, was uns gefährlich werden kann. Also. Nicht einmal ein Titan könnte hier Fuß fassen. Dafür ist gesorgt. Wer die Magie bändigen kann, kennt keine Feinde mehr. Sehr gut. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Was machst du noch, außer große Reden zu schwingen? Was hältst du von deiner einer Runde Messer werfen? Ach, da bin ich so schlecht. Sache ziemlich sicher. Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Und ja. Ob? Guck dir doch an, was die Magier hier auf Taranis schaffen. Ganz egal, ob die Götter die Welt verlassen haben. Wir brauchen sie nicht mehr. Je mehr Kristalle unsere Minen abwerfen, umso größer wird unsere Macht. Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Kannst du mir etwas über die Kristalle und die Minen erzählen? Ich weiß nicht, warum die Kristalle so mächtig sind.
Aber ich weiß, dass sie unseren Feinden ein ordentliches Loch in den Pelz brennen. Genau darum ist die Förderung von diesen Dingern auch so verdammt wichtig. Aha. Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz, Silberzunge? Ja, warum nicht? Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz? Ich? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Handvoll und das war's auch schon. Woanders wird das Zeug eben dringender gebraucht. Dann macht es dir ja sicher nichts aus, ein paar davon abzugeben. Eigentlich nicht. Hier. Danke. Was machst du noch, außer große Reden schwingen? Ha, bist beeindruckt, was? Ja. Nun, ich warte auf den nächsten Einsatzbefehl von Magnus. Solange er mir noch keinen neuen erteilt hat, bereite ich mich vor. Denn nur wer gut vorbereitet ist, wird es hier im Lager zu etwas bringen. Und das werde ich. Was hältst du von einer Runde Messerwerfen? Warte, da werde ich nochmal speichern. Da, wenn ich wieder versemmel, habe ich nichts verloren. Messerwerfen. Was hältst du von einer Runde Messerwerfen? Einiges. Aber ich messe mich nicht mit jedem Hans Wurst. Sobald du die nötigen Goldmünzen mitbringst, lasse ich mich auf ein kleines Messerduell ein. Aber merk dir gleich, wenn ich nicht an der Scheibe trainiere, habe ich keine Zeit für solche Spielchen. Okay. Also er muss an der Scheibe stehen, sonst ist Scheibe. Ja. Da schnarcht schon wieder wer. Ist das der gleiche? Versteckte Truhe, was haben wir denn da? Die ist nicht einmal abgeschlossen. Fackelkugel, Monolithenstein. Kling, kling. Schimmert merkwürdig. Gehört scheinbar in irgendeine Art von Fassung. Da fehlt mir doch gerade die Fassung. Kasimirs Versteck. Du kleiner Schuft. Der kleine Gnom. Salausa. Haben wir schon, was wir brauchen? Hallo, wenn ich jetzt reingehe und wasche die Pizza, werden mir dann die Ohren lang gezogen? Ich hoffe nicht. Artefaktorium. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Ja, das habe ich schon fast befürchtet. Das habe ich fast befürchtet. So. Eine Bank. Wieso kommen die alle so schnell auf? Scheißlich ungut. Ja, dann haben wir noch einen Keller. Ich kann einfach schlecht schleichen, das wird das Problem sein. Dass sie alle wach werden. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine... Das ist ja unerhört! Kinder. Das hier, mein Freund, das hier ist der beste Platz auf dieser stinkenden Insel. Hast du was gegen die Insel? Nein. Hier riecht es nur etwas streng, mehr nicht. Es ist schließlich mein Zuhause. Ach so, ja. Das ist unerhört, hat er gesagt. Entschuldigung. Roderich. Hier, Junge, brat dir mal ein Stück Fleisch. Du siehst ja ganz verhungert aus. Danke. Ihm gibst du etwas zu essen, oder was? Du bist eh schon dick genug, Horas. Also, womit kann ich dir helfen? Willst du deine Vorräte auffrischen? Oder vielleicht ein wenig Kräfte messen? Du versorgst also die Leute hier. Korrekt. Aber die hungrigen Mäuler zu stopfen ist nicht immer einfach. Die Arbeit in den Minen sorgt dafür, dass die Kerle immer hungrig sind. Zum Glück fressen die Gnome nicht so viel. Und wenn sie Hunger haben, reicht auch der Abfall. Bist du gescheit? Die Gnome kriegen Abfall von dir zu essen? Klar, und ich fühle mich nicht schlecht dabei. Die scheren sich nicht wie die Herren Magier drum, ob die Wurst im Dreck lag. Alter. Hauptsache, sie ist fettig und gibt ordentlich Speck auf die Rippen. Außerdem muss ich mit dem, was Romald uns zukommen lässt, haushalten. Wie funktioniert Armdrücken? Die Regeln sind einfach. Arm auf den Tisch und drücken. Kein Abstürzen. Und versuch immer den Arm des Gegners einzudrehen. So kriegst du seine Hand auf den Tisch.
Okay. Was hast du anzubieten? Taschendiebstahl? Gegen wen kann ich Arm drücken? Das würde mich auch interessieren. Gegen wen kann ich beim Armdrücken antreten? Ich drücke immer kurz nach Feierabend. Ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Ansonsten lassen sich Hartwig und Downs hier ab und an blicken. Wenn du jemanden am Tisch trainieren siehst, quatsch ihn an und der wird nichts gegen eine Runde einzuwenden haben. Okay. Taschendiebstahl? Und was hast du anzubieten? Such Eidstein. Dir was aus. Was ist ein Eidstein? Nicht Einstein, sondern Eidstein. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mal mit. Ich würde sagen, 25 für den Zucker. Ist das billig? Ist das billig? Ich glaube schon, oder? Weil dann können wir echt mal selber Grog herstellen, ne? Blutwurzel habe ich eh zum Vergasen. Ich schau mal. Unos Momentos, bitte. Rezept Fusel Grog. Grog habe ich da. Fusel Grog rum habe ich nicht, oder? Für einen Trank. Für rum fehlt mir noch das Rezept. Aber Fusel und Grog kann ich schon mal herstellen. Aha, für Fusel brauche ich nur Zucker. Fusel kostet 34 das Stück. Da ist der Zucker schon sehr billig. Ich meine, Grog, ich werde mal was mitnehmen. Trotzdem habe ich genug Geld. So, dann verkaufen wir mal. Ausrüstung, was hätten wir denn da? Haben wir irgendwas doppelt und fünffach? Außer das eine drum, Silberring, Magie. Haben wir hier irgendwas, was wir nicht brauchen könnten? Dämonenklinge, Runenstein, vielleicht die übermenschlichen Reflexe. Jetzt ist die Frage, Verbrauchsgegenstand. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das ein Verbrauchsgegenstand ist, aber ja, leider. Leider ist das ein Verbrauchsgegenstand. Benutzbar. Aha, meine Mäuschen hinten machen schon wieder Randale. Kinder, brav sein. So. Die eine tut die andere immer ein bisschen ärgern, weißt du? Es ist lustig zum Zuschauen. So. Nein, Blunder. Da habe ich hier noch irgendwas zum Hergeben. Gabel hätte ich schon wieder ein bisschen. Da können wir gleich wieder 5 her. 2 Krüge, einen Löffel, 3 Messer, eine Schreibfeder, ein Fernrohr. Da bin ich schon wieder fertig. Band 2. Ja, warum nicht? Das Horn. Zutat für Tränke. Muss ich noch warten. Die Augen brauche ich auch noch. Jadesteinchen. Bei den Eingeborenen vielleicht mal versuchen zu verkaufen. Außer man möchte ihn verkaufen. Das ist ein seltener Stein ohne großen Nutzen. Ich lasse ihn vielleicht nochmal ein bisschen. Die Schatulle werde ich auch 4 hergeben. Den Rest lasse ich mal. Glaube ich. Handel akzeptieren. Ciao, ciao. Kann man hier was brennen? Da wäre ein Wasserding, rohes Fleisch. Ja, wer ist denn da? Hallo. Ah, der Gordon. Das Gordon Bleu ist hier. Hier wäre eine Spruchrolle. Ich speichere mal ganz kurz. Ja. Passt, ich habe nie keinen Anschiss bekommen. Das heißt, hier ist schon der Brennofen. Ich sehe dich nicht. Doch. Grog. 20, ja. Oder soll ich es sparen? Warte. Der wackelt. Wir haben nichts. Ich habe gar nichts. Warte mal. Der benutzbar. Der Fusel kommt dahin. Na? Der Rum ist ja da. Warte, der Fusel kommt dahin und der Grog kommt hierhin. 17, 18 und 8. Das ist viel. Sehr viel. Gut. Dann brauche ich dabei nichts kochen. Also nichts brennen. Und passt schon. Wir können aber
Wettsaufen machen, oder? Trinkspiel. Ja, ich würde sagen, bereit für mal ein Trinkspiel? Solange du dich nicht übergibst, soll's mir recht sein. Normal nicht. Und es gibt auch was zu gewinnen. Ja, das wäre noch schöner. Wenn du es wirklich schaffst, mich zu schlagen, dann habe ich einen besonderen Gegenstand für dich. Okay. Eine kleine Greifzange. Danach leckt sich jeder Taschendieb die Finger. Okay. Klingt nicht schlecht. Kein Verschütten und kein Absetzen. Außer die Pulle ist leer. Ja, klar. Geht schon? Eins und go. Los geht's! Komm, saufen! Bin schon so dicht, ey. Das war's wohl für dich. Er hat gewonnen. Nein! Das war nicht gerade deine beste Vorstellung. Na, wirklich nicht. Vergiss beim Trinken die Menge, die du runterspülst. Dann geht's ganz von alleine. Mist. Das lade ich jetzt nochmal. Ich will mein Geld nicht verlieren. Unter gar keinen Umständen. Aber ich will gewinnen. Aber mein Geld will ich da jetzt nicht versaufen. Wortwörtlich. Da. Den Gegenstand hätte ich auch ganz gern. Huch. So. Und nochmal. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Solange du dich... Ja. Und das, wenn du ja. es... Eine ja. Klinken. Ja. Kein Verschwörung. Ja. Und los. Los geht's! Scheiße! Alter. Ah, verdammt! Gut gemacht! Yes, gewonnen. Gewonnen, sehr gut. Boah, Glück gehabt. Schlecht. Du bist wohl mit der Schnapsbuddel aufgezogen worden. Natürlich. Hier hast du deinen Einsatz zurück und die Greifzange. Danke. In Zukunft lasse ich wohl besser anschreiben. Ja. Dankeschön. Boah. Stirnhagel voll, ne? Aber das war's wert. So. Schnell speichern, bevor ich das nochmal versemmel. Kann ich jetzt Taschendiebstahl machen hier? Na, das wird's gemein. Jo, eine Zange. Taschendiebstahl verbessert scheinbar. Supi, supi. Dann gehe ich hier mal lieber. Bald ist es soweit. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Okay, hallo. Psst. Hey, du! Ja. Komm mal her! Ja. Was gibt's? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Okay, ich bin schon leise. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Okay, warum müssen wir überhaupt flüstern? Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl einfach. Die lange Version. Okay, das war so. Lina, Tokel und ich haben bis vor kurzem die Fischerhütte im Tal bewohnt. Denn Fischen war nicht nur mein Traum, sondern auch ihrer. Du musst wissen, die Fischerei kann ein einträgliches Geschäft sein. Und weiter. Sag einfach, was mit deinen Freunden passiert ist. Und weiter? Und weiter? Naja, eines Tages dann... Da zog dann auf einmal dichter Nebel auf und richtig kalt wurde es. Erst dachten wir uns nichts dabei... Aber anbeißen wollte auch nichts mehr. Sag bloß. Und dann? Sag bloß. Und dann? Naja, da beschlossen wir uns erstmal ein Feuer zu machen. Aber bevor es richtig in Gang kam, hörten wir diese unheimlichen Geräusche. Unheimliche Geräusche? Ja, aus dem Nebel. Da war etwas im Nebel. Da kam also Viehzeug aus dem Nebel. Und weiter? Da kam also Viehzeug aus dem Nebel. Weiter...
nicht irgendein Viehzeug. Sowas hast du noch nicht... Lass mich raten. Schattenwesen. Ja, aber woher weißt du... Sag einfach, was mit deinen Freunden passiert ist. Naja, das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin hierhin geflohen. Du bist ja ein toller Freund. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mann, ich hatte eine scheiß Angst. Bitte, kannst du nicht nach ihnen sehen? Gibt es sonst noch was, das ich über deine Freunde wissen muss? Ich kümmere mich drum. Ja. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Na dann, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Natürlich. Natürlich, guter Mann. Wer ist hier? Zakir. Hallo. Zakir mag Gold. Hobi hat Gold? Ja. Im Moment nicht, Kleiner. Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Spar dir die Bettelei. Na, gib mir was. Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Zakir will mehr Gold. Homie, gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homies geben Gold, Zakir zufrieden. Nee, das glaube ich. Du geben Zakir Gold und Zakir dir was erzählen. Aha. Trauen die Wächter euch Gnome über den Weg? Trauen die Wächter euch Gnomen über den Weg? Wächter trauen nur Zaubermännern. Zaubermänner. Aber Augen von Wächtern sehen hinweg über Gnome. So sie nicht sehen, wenn wir machen Geschäfte. Mhm. Verstehe. Wie viele Gnome leben auf Taranis? Wie viele Gnome leben auf Taranis? 5. 5? Kriegt Zakir mehr Gold, wenn er dir sagt, höhere Zahl? Nein, Zakir kriegt gar nichts, weil er nicht rechnen kann. Also gib mir mein Gold zurück. Na gut. Danke. 4. Er hat ein Gold behalten. Du hast mir 4 Goldmünzen wiedergegeben, da fehlt doch eine. Du hast mir nur 4 Goldmünzen wiedergegeben, da fehlt noch eine. Aber 4 ist viel mehr als 5 und die Hälfte von... Vergiss es, behalt die Münze. Aue, ist ja schön. So. Hey, Leertaste klettern, ach hier gemeint, ne? Ja, das brauchen wir nicht. So, Magnus, der steht da heraus, ne? Moment. Jawohl. Wo wollen wir denn hin? Zu dir. Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Hey, Magnus, mein Guter. Ich wollte meinen Freund hier nur mal durchs Lager führen. Ich glaub dir kein Wort. So wie ich dich kenne, führst du doch irgendetwas im Schilde. Außerdem habe ich dich nicht gefragt. Also, wie bist du hier reingekommen? Zu Fuß. Das Tor war auf und ich ging durch. Ich wusste nicht, dass ich mich anmelden muss. Ich wusste nicht, dass ich mich anmelden muss. Aui. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. Geh mir aus dem Weg. Selben Seite. Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön, dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Weil ich hübsch bin. Ich habe einen und eine Frauenstimme im Kopf hab. Ich bin arm, was soll ich machen? Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Ich könnte mich euch anschließen. Ich bitte euch Wächtern um meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Ramon haben wir geholfen. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Wie wär's mit Horas? Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht.
Ich möchte mich anschließen. Ich könnte mich euch anschließen. Dazu müsste ich dir erst ein paar Lektionen in Sachen Disziplin erteilen. Aber ich kann keinen weiteren Kadetten ausbilden. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Wer ist der mächtigste Magier hier? Wer ist der mächtigste Magier hier? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Aha. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Heißt das, ich darf mit dem Magier in der großen Halle sprechen? Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. War ja klar. Euer Schiff da draußen fährt das auch mal aus? Jetzt fragen wir im nächsten Part alles. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.